Ach, herrlich, Sean. Vielen Dank für diesen Beitrag. Wieder was dazugelernt, was man nicht alles so machen kann. Herrlich. Ich finde den Ansatz wirklich toll. Die Idee auch toll, sich da mal so ein bisschen Gedanken drüber zu machen, was so jeder da sich eigentlich immer so in seiner Administration so Woche für Woche, Monat für Monat und dann Jahr für Jahr so auch zusammenschraubt und das vielleicht dann auch mal so zu lösen, ist vielleicht wirklich eine richtig gute Idee. Also meinen Daumen nach oben hast du auf jeden Fall dafür. Absolut, das freut mich. Ja, es ist schön auch, dass ein paar hier positives Feedback in dem Chat schon lassen. Jetzt muss das Ganze natürlich nur noch rauskommen. Aber ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon. Und ich hoffe, dass es über den Bereich von Linux jetzt natürlich hinausgeht und dass wir da auch die gesamte Community so ein bisschen weiter zusammenwachsen lassen können. Ich muss sagen, ich nutze das Tool fast jeden Tag oder eigentlich jeden Tag, auch besonders zum Dateien öffnen, nur weil ich die Dateisuche genauso implementiert habe, dass das extrem Sinn oder extrem viele Ergebnisse und gute Ergebnisse ausspuckt und auch beispielsweise zu ordnen, weil so häufig hat man einfach habe ich jedenfalls das Problem, auch ich habe 20, 30 Lesezeichen links in meiner Leiste drin, aber ich muss in so vielen Dateien hin und so weiter und ordnen, sodass ich dann einfach irgendwann wirklich manchmal eine Minute lang beschäftigt bin, nur in diesem Rumklicken. Und so kurz Alt-Q drücken, Namen der Datei eingeben und dann ist er in Regel da und dann kann ich das öffnen. Na, und das tatsächlich noch relativ zügig. Ne? Das muss ja noch schnell und performant sein. Aber ich hoffe, dass das auf jeden Fall Anklang findet und bin da auf jeden Fall sehr gespannt, wie das dann auch an Weihnachten aussehen wird. Und ich bin auch sehr gespannt, was ihr dann dazu sagt. Ne? Jetzt muss ich nur noch abliefern. Wunderbar. Ja, damit wären wir jetzt am Ende angekommen. So sieht das aus. Absolut. Und am Anfang möchte ich erstmal ganz, 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 ganz herzlich unseren Sponsoren danken. Also ohne euch wäre die Veranstaltung nicht möglich. Ihr habt uns finanziell wieder sehr gut unter die Arme gegriffen dieses Jahr. Vielen, vielen Dank euch dafür. Und da hätten wir einmal ganz vornweg B1 Systems als einziger Platin-Sponsor auf. Sie haben gefragt, ja, wie viele Platin-Plätze habt ihr frei? Ich so, bis drei würden wir annehmen, danach wird es unseriös. Es blieben sogar nur sie. Das heißt, es ist super richtig schön, dass sie da auch die Pole-Position haben und dann. Ja, gönnen wir die Ihnen natürlich auch. Und auch nochmal herzlichen Dank, B1 Systems. Schaut auf jeden Fall auch auf deren Webseite vorbei für Jobs und so weiter. Aber auch Goldsponsoren haben wir zwei Top-Sponsoren dabei gehabt. Univention einmal. Die suchen auch vor allen Dingen nach neuen Mitarbeitern dort auch gerne nachschauen. Und auch Cernet. Die haben auch ganz coole Projekte laufen, beispielsweise Samba Plus. Und dann haben wir auch nochmal zwei Silbersponsoren. Herzlichen Dank dafür. Einmal Tuxedo Computers. Wenn es um Linux-Hardware geht, schaut einfach mal auf Tuxedo Computers vorbei und auch auf Proxmox Server Solutions. Das sind halt eben die Proxmox-Entwickler aus Österreich, kommen die tatsächlich das erste Mal auch Sponsor und freut uns, dass ihr dabei wart dieses Jahr. Und wir hoffen, euch hat die Veranstaltung auch ganz gut gefallen. Und wie hoffen wir sonst noch, wem die Veranstaltung noch gut gefallen hat, Lars? Ja, wir hoffen natürlich, dass euch die Veranstaltung gut gefallen hat. Das ist ja eine Sache, die wir uns hier sehr lange und mit sehr viel Zeit und auch mit sehr viel Mühe die Leute hinter den Kulissen sich ausdenken, was kann man machen, wen interessiert was. Wir haben ja viele Ideen. Und die Ideen werden ja auch nicht immer um alle umgesetzt. Wir verwerfen auch ein paar Sachen, wo wir denken dann, ah nee, komm, das Viele. lassen wir mal weg und wir machen dann doch lieber dies und gehen dann in diesen Bereich. Das heißt also, wir machen uns Monate im Vorfeld schon Gedanken darüber, dass ihr diejenigen, für die wir uns hier dann auch hinsetzen und diese ganzen Beiträge mit den Referenten hier gemeinsam dann besprechen, erarbeiten oder suchen auch nach interessanten Beiträgen, was hier auch nicht, ne? Du rufst ja nicht irgendwo an und sagst, machst du mal eben. Ne? Ist ja nicht. Ne? Das ist ja wirklich richtig Arbeit, die dahinter steckt. Und deswegen für euch und euch das große Dankeschön, dass ihr uns hier unterstützt, dass ihr hier auch dazu beitragt, dass wir motiviert sind. Ne? Dass wir motiviert sind, uns hier immer wieder auch hinzusetzen. Das auch in der Freizeit zu realisieren. Das seid ihr, die uns zusehen.
die uns dann natürlich auch die Bestätigung darüber geben, über die Zahlen, die wir dann ja auch haben, die unsere Streams verfolgen, die im Chat sind, die uns auf Social Media letztendlich begleiten. Das ist letztendlich das. Sean, ich denke mal, das wirst du dann auch so sehen und das ganze Team auch so sehen. Das ist das, was uns antreibt und das ist das, was uns dann jetzt gleich auch schon wieder um 18.30 Uhr in der nächsten Besprechung antreiben wird. Wir sind hier zwar dann hier gleich im Stream fertig, in einer halben Stunde aber dann sofort wieder zusammensetzen und schon das besprechen, was als nächstes kommen wird. Das heißt also, ja, es hört auch nicht auf, sondern es ist ein ständiger Prozess, auch ein beständiger Prozess der Verbesserung. Und das an euch ein Riesendank für dieses Lob. Das Lob ist für uns immer das, was wir dann unten in den Zahlen lesen, wie viele Leute uns dann tatsächlich auch begleiten, uns die Streams ansehen. Wir sind begeistert. Absolut. Herzlichen Dank nochmal an euch, an die Umfragen, die ihr ausgefüllt habt, an die Retweets, Retweets oder Retröts, wie man es auch immer nennt, wirklich an jeden Einzelnen für euch, für jeden einzelnen geschriebenen Kommentar oder auch egal, wo ihr mitgemacht habt. Und es war einfach sehr, 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 sehr schön. Und auch vielen, vielen Dank auch nochmal an jeden Vortragenden, der hier mitgemacht hat. Wir haben wieder ganz, ganz, ganz viele gehabt. Ich glaube, wir haben insgesamt, das kann ich sehr schön ablesen beim Event-Management-System, ich glaube 30 Benutzer. Ne? Gut, davon so 5, 6 Team-Benutzer. Der Rest waren Leute von außerhalb extern, die mitgemacht haben und einen Vortrag gehalten haben. Vielen, 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 vielen Dank an euch. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr nächstes Jahr wieder dabei seid oder auch wenn weitere neue Vortragende im nächsten Jahr dabei sind, traut euch einfach im nächsten Jahr. Ab August werden wir wahrscheinlich wieder suchen und das freut uns einfach extrem. Aber auch natürlich möchte ich dem gesamten Team danken. Wir sind leider nicht nur wir zwei, oder Gott sei Dank sind es nicht nur wir zwei, die hier den ganzen Spaß machen. Wir haben ganz, 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 ganz viele Leute dabei. Einmal den Hannes, ne, in der Regie im Raum B, war vorhin auch im Quiz zu sehen. Du hast eine extreme, starke Leistung abgegeben. Herzlichen Dank dir. War einfach phänomenal. Wir haben das am letzten Sonntag das erste Mal geprobt mit dir. Die ersten Durchläufe waren noch etwas holprig und gestern und heute butterweich. Herzlichen Dank dafür. Du hast einen richtig, richtig guten Job abgegeben. Super. Also freut mich und toll, dass du tatsächlich auch dem Tux-Tage-Team beigetreten bist. Du bist tatsächlich auch erst seit ein paar Monaten dabei. Und von daher war auch deine erste Veranstaltung. Ich finde, du hast dich super geschlagen und stehst auf jeden Fall. Jetzt muss die Regie A mal kurz weghören. Der eigentlich auch in nichts nach in der Hinsicht. Also vielen, vielen Dank. Ja, weiter geht es mit der Barbara. Du bist auch neu in diesem Jahr dazugekommen. Herzlichen Dank auch dir für die Betreuung, wobei du hast ja sogar schon im letzten Jahr betreut, aber das dann auch nur sehr, sehr kurzfristig und dieses Jahr bist du jetzt komplett dabei gewesen, hast beispielsweise dann auch im Merch-Shop mitgemacht und so weiter, auch wenn das tatsächlich dieses Jahr etwas weniger war. Das lag aber nicht nur an uns leider. Von daher auch herzlichen Dank dir, Barbara. Dann Lorenz, du bist heute leider gar nicht dabei gewesen, weil du, glaube ich, momentan in der Klausurenphase steckst. Ist auch gar kein Problem. Man kann beim Tux-Tage-Team dabei sein, auch wenn man jetzt am eigentlichen Wochenende keine Zeit hat. Du hast vor allen Dingen beim 3D-Team dieses Mal mitgeholfen, mitgebaut. Die Bäume von dir waren wunderschön. Herzlichen Dank dir auch dafür. War toll. Auch den Dennis, der leider nicht dabei sein kann. Auch du hast wieder im Technikteam tatkräftig unterstützt. Herzlichen Dank dafür. Dann der André, ne, der hat die ganze Zeit im Metaverse aufgepasst. Der hat auch gut mitgebaut tatsächlich und die Webseite immer mal wieder gemacht und dann neue Skripts geschrieben und so. Beispielsweise dieser Vortrag des Tages kommt hauptsächlich von ihm. Herzlichen Dank dir. Also ich freue mich auch, hoffentlich dich in dem kommenden Jahr auch wieder bisschen als Teampartner zu haben, war immer sehr, sehr toll mit dir zu arbeiten und ich hoffe, dass es weitergeht. Dann einmal Lars an dich. Du bist auch eine ewige Konstante neben mir und egal, was ich wieder für verrückte Ideen habe oder wie kurzfristig irgendwas ist, du bist immer dabei. Auch herzlichen Dank an dich. War wirklich
grandios. Ich mache die Moderation immer sehr gerne mit dir und ich freue mich auch schon wieder, hoffentlich im nächsten Jahr mit dir das machen zu dürfen. Ist einfach, einfach richtig, richtig toll. Philipp, auch an dich. Herzlichen Dank, dass du in der Technik mit dabei bist und auch in der Moderation heute gut dabei bist und sonst auch immer mitgedacht hast, wenn irgendwas schiefgelaufen ist oder sowas. Herzlichen Dank. Einfach richtig, richtig, richtig stark. Auch an die Shani, die gerade die Regie A macht. Spitze, du hast im 3D-Team mitgeholfen, hast die Regie gemacht, willst sogar wirst in dem Produktionsteam, wir haben so verschiedene Unterteams, auch Teamleiterin. Und da wünsche ich dir auf jeden Fall auf deinem Weg ganz, ganz alles, alles Gute. Und ich werde dich natürlich auch immer noch weiterhin unterstützen. Und einfach wirklich herzlichen Dank auch an dich. Du hast die Regie hier 1A gemacht in diesen beiden Tagen, hast mich häufiger auch mal zusammengeschissen, wenn es mal nicht gelaufen hat, weil wenn ich mal wieder nicht gespurt habe, das braucht man auch. Herzlichen Dank dir, also wirklich richtig, richtig spitze und wünsche dir auch einfach in der Hinsicht, würde ich mir wünschen, wenn du auch wieder nächstes Jahr dabei bist. Dann einmal der Micha, ne, ist auch ein unglaubliches Urgestein in unserem Tux-Tage-Team, auch seit Anfang an dabei tatsächlich so ziemlich und du du hast extrem viel gemacht, auch im Hintergrund. Man hat dich dieses Mal ja sogar auch ein paar Mal in den Talks gesehen. Auch da natürlich für herzlichen Dank. Unglaublich, wie viel du geschafft hast, beziehungsweise auch immer machst. Beispielsweise gestern Morgen, als uns die Webseiten-Streams abgestürzt sind. Du warst da, hast das gefixt. Immer, wenn ich irgendwann jemanden als Hilfe gebraucht habe und gesagt, hey, kümmere dich mal darum, ich konnte mich einfach drauf verlassen. Herzlichen Dank auch dir dafür, auch nebenbei als Leiter vom Technikteam und von ganz, ganz, ganz vielen weiteren Sachen, die du gerade machst bei den Tux-Tagen. Also wirklich richtig, richtig, richtig stark von dir. Vielen, vielen, vielen Dank. Dann auch natürlich an Patrick als Betreuer und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du auch in den zukünftigen Tux-Tagen auch dabei sein wirst, auch wenn vielleicht reduziert. Herzlichen Dank auch an dich. Auch an Ulrich, der hat auch richtig, richtig gut mitbetreut dieses Jahr und ist auch neu dabei, hat mir auch in der Organisation sehr viel geholfen. Auch an dich. Ja, ich kann es nicht wiederholen oder ich kann es nur wiederholen. Herzlichen, herzlichen Dank. Ja, ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Nein, ich denke nicht, dass ich einen vergessen habe. Herzlichen Dank an das ganze Team. Wenn ihr oder wenn jemand von euch Lust hat, dem Team beizuwohnen, wir suchen auf jeden Fall noch Leute. Wir suchen Leute, die Social Media übernehmen, die beispielsweise die, ich habe es auf meinem Blatt stehen, Leute, es ist Sonntagabend nach 3 anstrengenden Tagen. In der Social Media suchen wir. In der Regie suchen wir und noch im Betreuerteam. Da suchen wir auf jeden Fall auch nochmal, wenn ihr Lust habt, in einem dieser 3 oder 4 Themen, wir haben noch die Technik nicht zu vergessen, Lust habt mitzumachen oder einfach sowieso nur Lust habt mitzumachen, aber wisst noch nicht so richtig, wohin er vielleicht passt. Ihr braucht nicht viele Vorkenntnisse. Das Einzige, was ihr braucht, ist Motivation und ein bisschen Zeit. Immer am ersten Sonntag im Monat, abends mal ganz kurz eine Stunde und dann war es das auch schon. Und da würde ich mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr euch oder wenn ihr uns anschreibt auf kontakt@tux-tage.de, würde uns extrem freuen. Ja, und ansonsten geht es weiter mit den Tux-Tagen, erst wieder im nächsten November. Wir werden keine LPD mehr machen. War uns einfach zu stressig in der Hinsicht und das werden wir dann eher nochmal zusammen kombinieren, aber wie wir das dann machen, das werden wir dann auch erst natürlich in den kommenden Wochen und Monaten besprechen. Ja, Lars, hast du noch was zu sagen? Ja, außerdem dir zu danken. Ich denke mal auch im Namen des gesamten Teams für das, was du auch immer machst, für das, was du dich auch immer reinschmeißt, kann ich das nur zurückgeben, was du gerade gesagt hast. Ich denke mal im Namen des gesamten Teams auch dir ein großes Dankeschön. Auch du bist immer da, auch du bist immer ansprechbar, auch wenn die Frage manchmal noch so unwichtig scheint, nimmst du dir die Zeit, beantwortest die Frage, nimmst dir für jeden Zeit. Und ich kann das noch einmal machen, wie oft ich das auch schon hier immer wieder gesagt habe, Werbung für das Team zu machen, das macht Spaß. Ja, wir machen das alle hier in unserer Freizeit. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir können und weil wir dürfen. Ne? Und dieses Dürfen hat ganz viel damit zu tun, dass es Spaß macht. Ja, und wir halten hier zusammen, ja, also jeder springt hier auch für jeden ein,
Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Besondere, das, was uns hier auch ausmacht. Wir sind nicht groß, wir sind nicht klein, wir sind aber eine ziemlich verschworene Gemeinschaft hier geworden. Und auch das auf diese Distanz, weil jeder sitzt in seinem, ich in meinem Büro, jeder sitzt vielleicht dann auch in seinem Homeoffice oder wo auch immer. Und das funktioniert. Und das funktioniert sehr gut. Und das funktioniert vor allem auch, weil Sean da die Zügel relativ gut in der Hand hat und das recht gut organisiert, um das mal so vorsichtig zu sagen. Und deswegen ein großes Lob und ein riesengroßes Dankeschön da an dich. Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Es war mir oder es ist mir immer eine Ehre, mit so einem tollen Team zusammenzuarbeiten. Also es hat dieses Wochenende einfach alles wunderbar geklappt. Natürlich hatten wir auf dem Track A heute Morgen ein paar Schwierigkeiten und so. Die sind aber immer mal da, aber wirklich, alles hat wunderbar funktioniert. Herzlichen Dank an jeden. War einfach sehr, sehr schön, mit euch wieder dieses Jahr zusammenzuarbeiten und ich würde mich sehr, sehr freuen, im nächsten Jahr wieder mit euch zusammenzuarbeiten. Und war mir eine sehr, sehr große Ehre, auch diese Veranstaltung so ausrichten zu dürfen an jeden. Schön an vielen, vielen Dank an den Zuschauer, an die Sponsoren, die das alles so möglich machen und vor allen Dingen auch an das Team. Ohne euch wäre das nicht möglich. Wir wünschen euch jetzt einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr habt Feierabend. Wir dürfen noch mal ein bisschen ran. Und ich darf dann noch mal die ganzen Aufzeichnungen machen und hochladen. Ich werde es heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Wird wahrscheinlich morgen oder übermorgen der Fall sein. Und dann werdet ihr auch schon die ganzen Aufzeichnungen hier wie gewohnt auf tuxtage.de finden. Herzlichen Dank an alle für alles. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder auf tuxtage.de. Ich weiß noch nicht, in welchem November, aber ungefähr wieder den Zeitraum. Bis nächstes Jahr. Macht es gut. Ciao. Bis dahin. Tschüss.